noch das Ledersegel ausgerüstet, perfekt, das weiße Segel haben wir noch. Dann gehen wir mal raus hier. Moment, stopp. Ja, haben wir noch was? Hä? Fracht verkaufen, was haben wir denn da noch? Rum. Bestätigen und dann machen wir wieder 1600. Au, oh, die Kohle fließt uns für mich nur zu so. Zu Sohle. Kennst du die zu Sohle? Oh, ich lasse das für den Witz besser bleiben heute. Wie auch in allen anderen Let's Plays täglich. Und jetzt wollen wir noch den Camway endlich mal was Cooles kaufen mit so viel Knete. Pistolen und Schwert haben wir alle komplett. Also die besten. Wir holen ihn jetzt mal Piratenmantel. Was wollte ich? Ich wollte, glaube ich, die Freibeutermontur haben. Genau, die Freibeutermontur. Die Kapitänsmontur ist auch ziemlich geil, aber die kostet wirklich viel. Obwohl die Händlermontur natürlich auch was Edles hat. Also die Politiker vielleicht sogar noch besser. Obwohl Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Was ist denn die Entdeckermontur? Ja, die sieht schon edel aus. Also das, aber das Ding ist auch sack teuer, Politiker. Aber an Geld mangelt es uns momentan nicht, deswegen holen wir uns mal die Piratenmontur. Hallo? Kaufe Piratenmontur. Gib mir die! Hä? Alter, ihr? Ach, wir können uns auch die holen. Ach du meine Güte. Haijäger Montur, Montur von Edward der Legende. Ach, die habe ich mir alle gekauft über Uplay, alles klar. Aber ich hätte trotzdem gerne die Piratenmontur jetzt. Wieso kann ich mir die nicht holen? Die Sammlung von Edwards Monturen. Hallo? Mag das einer verstehen? Ich will mich kurz mal ansehen. Ja, nee, das passt ja nun wirklich nicht. Also, ich habe nichts gegen die Ezio-Montur, aber das sieht ja wirklich grauenhaft aus. Kapitäns, Piratenkapitänsmontur. Schwarz-rote Montur für die Piratenkönig. Wieso speicherst du? Ich kann mir das nicht kaufen. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann mir nicht mal einen braunen Mantel kaufen. Dann ziehe ich das mal die Gouverneursmontur an, weil die ziemlich cool aussieht auch. Das hat doch Style. Finde ich gerade ein bisschen doof, wieso kann ich mir das nicht kaufen jetzt? Na dann meine Freunde, es geht los. Und mit den neuen aufgefüllten Kanonen, die wir jetzt haben, gucken wir auch gleich mal, erstmal gucken wir in unser Edward Upgrade, Checktor Upgrades. Oh, sind wir ganz gut. Edward Upgrades sind wir. Ja, das wahrscheinlich alle kaufen, alles klar. Bei Herstellung sind wir wirklich nicht so gut. Pistolenholz, da können wir können uns aber sonst hier gar nichts machen gerade. Okay, Inventar, Schatzkarten, Missionsgegenstände, Munition, Absägerungenschaften, Datenbank, Optionen, beenden. Na, dann gehen wir bitte nach oben und wir brauchen jetzt wieder mal. Siegel setzen, Bewegung! Dann brauchen wir das nicht. Wir haben 25 Mörsergranaten. Ach du schokoladisches, was weiß ich nicht, Bumsens. Und damit herzlich willkommen endlich zu einem weitergeführten Let's Play. Also wir starten jetzt weiter, meine ich damit. Und jetzt schauen wir mal. Da kommen schon die ersten, die unsere Waffe ausprobieren wollen. Finde ich gut. Was bist du denn? Eine 20. So. Wo ist denn mein Mörser? Der Wind zeigt Zähne, Captain. Ich hab null? Echt? Ich hab null? Vieren und ab! Dann halt nicht! Nein, Sir! Was
Relativ egal, dann ramme ich das Ding halt. Und guten Nacht. Das ist der Plan. Segelreffen raus aus der Böe! Ja, da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Ja, ja. Welches Wetter macht alle Segel! Anna muss ja auch tot sein, gell? Haben wir gerade noch eins angezeigt, Bruder? Gegnerische Crew töten. Boah, haben wir getroffen. Und dann haben wir da hinten noch ein Pulverfass. Das ist mein Crewmitglied. Ist aber nicht schlimm, dann haben wir dann nicht einen. Und das war sogar der Captain, siehst du mal. Captain eliminiert mit Schwimmen. Und jetzt finde ich mal kein Schluck Energie. Also nicht wundern, ich habe mir gerade einen Liter Energy reingepfiffen. Es könnte also durchaus sein, dass ich etwas abgespaced drauf bin, wie man vielleicht schon am Intro gesehen hat. Oh, guckt euch mal den geilen Mörser da hinten an. Guckt euch diesen geilen goldenen Mörser an. Captain hat das Ruder. Bereit machen zum Aufschlag! Ja, ja, ich warte nur, bis das Schiff sich umdreht. Ja, ist es mal bald weg hier? Also ich war es wahrscheinlich zu nah dran. Jetzt soll ich durchkommen, hoffe ich. Segel setzen! Alles klar für den Aufprall! Boah! Los, komm! Das ist nervig. Feuer! Ja! Das wird sie versenken! So. Sind bereit, Sir! Muss hier aber irgendwo noch eins sein. Schlechtes Wetter voraus, Captain! Segel, los geht's! Irgendwo rücken wir noch eins. Ach, das ist wahrscheinlich, dass es gerade umgefallen ist. Gib den Wind nach! So, dann holen wir mal das letzte Crewmitglied. Und ein bisschen Beute noch. Holz 17, Stoff 17. Und dann geht's mal in Richtung... Erstmal schauen wir uns, was das hier ist. Du hast da ein kleines Problem mit mir, Süßes. Nämlich hast du den Fehler begangen, Metall ohne Ende mit dir zu haben. So, wir haben immer noch 0. Ja, also wer 110 Metall mit sich führt, der ist selbst dran schuld, dass wenn er auf See rumfährt. Langsam sollten die Leute wissen, dass das hier mein Gewässer ist. Aber na gut. Man kann nicht immer jedem alles recht machen. So, Hallöchen. Und schießen, Captain! So, noch mal Fässer abwerfen. Die darf uns auf keinen Fall rammen! Feuer! Drehen, 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 drehen und... Nacht! Feuer! Ja, ja. Das war ein Volltreffer, aber bereit richtig zu feuern! Feuer! Genau wie das. Feuer! Ja, und will sie mich rammen? Das kann sie aber vergessen. Ja, doch, das schafft sie. Feuer! Feuer! So, aber jetzt komme ich von hier auch mal. Richtig schnell zum Einsatz. Feindliches Feuer! Wir sind beschädigt! Feuer! Na komm. So gut wie fertig! Feuer! Sind bereit, Sir! Ich sehe, weil ich nehme dich was. Okay. Feuer! Das ist gut, Sir! Das wird sie versenken! Der letzte Schuss. Gegner, Feuer! Am Ziel vorbei! Ich hab's nicht getroffen. Wir brauchen Zeit,
Jetzt aber. Sie feuern, Sir! Ja, also, was zum... Bieten im Wasser, Sir! Okay. Ich werde aber gerne erstmal mein Schiff holen, denn... Wir segeln! Nicht rammen! Nicht rammen! Locker trimmen! Alle Segel einholen! So. Entern. Unser 10 Metall lasse ich mir bestimmt nicht... Neue Kutte, cool. Sagt mal, welche Kutte ihr gerne haben möchtet und wäre ja nice, wenn einer von euch mir verraten könnte, warum ich vorhin nicht die Kutte ändern kaufen konnte. Wenn da jemand Ahnung hat, dann einfach mal in die Comments damit, damit ich da weiß, was Sache ist. So, da habe ich schon mal 6 gekillt. Boah. Dämliche Schwankungen. So, ich verlasse wieder mal nicht das Schiff. Ich bin einfach so easy, dass ich nicht mal aufs Schiff gehen muss, um zu gewinnen. Vielleicht verlieren wir das mal so gut. Kein Mitglied. Und letztes Mal haben wir auch nur das Mitglied verloren, weil ich es aus Versehen abgeknallt habe mit dem Feuerfass. Und ja, Ingwell, der steht da, schippt hier den Tod, macht sie fertig, tut sie alle und macht nichts selbst. Einen tollen Steuermann haben wir, einen tollen Steuermann. So, Jack soll natürlich reparieren. Wir sind mitten im Kampf mit einem Großschiff und brauchen da ein bisschen Leben. Die Mörser haben wir ja leider noch nicht, ansonsten wären die Großkampfschiffe wirklich easy going für uns. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich den Elite-Mörser im Let's Play geschafft habe. Gib den Befehl! Gehen wir auch mal. Er hat uns voll erwischt. Und jetzt nochmal, komm. Jetzt sehen wir mich hinten dran. Na, wo bist du? Ach da, so wollen wir das Spiel nicht spielen. Hab ich auch kein Problem damit. Ich wollte mal ganz schön Schande und richtig drüber. Sie präsentieren sich uns. Lassen Sie dafür bezahlen. Feuer! Auf zweimal. Feuer! Schiff machen irgendwie gar nichts Intelligentes. Das liegt nur da, macht ja nichts. Kämpfen ein paar Treffer hier und sie brechen. Warten auf dein Zeichen. Ich hab mir seinen Bot. 50 Metall. Dann holen wir uns natürlich auch gleich in der Tour, glaube ich, so, sofort das nächste Upgrade machen. Wir werden also mit dem Schiff richtig gut einfach mal hier werden. Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich lange nicht mehr gezockt jetzt. Ich hatte jetzt von ihm das Play halt einen riesen Vorrat angehäuft. Minecraft und Assassin's Creed und das Recht von... Okay, das ist ein schief. So, da und... Da... Hier noch einer, da noch einer. Der haben wir noch erwischt. Und, guck mal, da geht der. Da haben die Zero Schuss und so. Und der letzte versteckt sich beim Feuerfass, das ist natürlich... was auch immer der war, habe ich nicht getroffen. Ah, das macht nichts, denn wir haben hier noch... das war eine Rose. Ne, ne, komm! Das gibt's nicht! Mein Gott, Fresse! Schnell, los! Ja, also. Wir haben wieder keinen Mann verloren, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und gleich geht's weiter. Einer kleinen Werbung gebrochen. Neue Limits. So, was haben wir denn? 50 Metall, 80 Stoff und 3 neue Crewmitglieder. Und wir reparieren die Ejector. Flips. Der typische Ladescreen. Bildschirm.